Weil Trauntag eine richtige Superfrau bei uns zu Gast hat, ist die Julia Fodea. Oder Block. Block. Miss Austria, und da werde ich ja fast ein bisschen rot, 2014. Ist das richtig? Ding, 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 ding. Scheiße. Ja, doch, stimmt. Das Problem ist nämlich, Julia ist, und das weiß ich auch, 22 Jahre alt. Ja. So, und jetzt rechnen wir zurück. Wir haben 2017, jetzt wird es langsam kompliziert. Du warst 19. 20, 19, als du Miss Austria? Ich war 18, wurde 2 Wochen später danach 19. Man darf ja erst ab 18 bei der Miss Austria mitmachen. Ja. Wir haben ja die Lizenz zu Miss Online und wir casten ja gerade wieder Miss Online. Und das ist das niedrigste Alter, also mit 18, man muss sich das vorstellen, die schönsten Frauen Österreichs zwischen 18 und 25 bewerben sich. Und das ist ja nicht so, dass da alle nett sind zueinander, sondern das ist schon auch eine gewisse Rivalität, denn es kann ja nur eine werden im Endeffekt. Und du warst 18, als du gewonnen hast. Also ich muss jetzt sagen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich 19 war und 20 geworden bin, aber ich glaube, ich war 18 und bin 19 geworden. Ziemlich sicher, ja. Das ist schon ziemlich akribisch. Glaube ich. Schon so lange her. Ich meine, es hat dir nichts geschadet. Also du schaust super aus. Wir sehen dich hier auf deiner Homepage. Mit noch langen Haaren, ja. Dunklen Haaren. Das will ich als nächstes ansprechen. Du hast dich immer wieder, und das ist so ein bisschen einfach dein Geheimnis, du veränderst deinen Look halt auch immer wieder. Also du bleibst halt immer wieder im Blickfeld, weil du einfach nicht irgendwie fad wirst, weil du nur blond, nur braun, sondern du dich auch immer wieder weiterentwickelst. Es ist natürlich in der Modelbranche ein bisschen schwer, sich immer wieder zu verändern, weil das ist nicht gut. Man sollte halt immer gleich aussehen, dass der Kunde dich halt buchen kann, weil wenn du jedes Monat dich veränderst, dann weiß der Kunde oft nicht, okay, wie sieht sie heute denn aus? Aber dadurch, dass ich ja moderiere, ist es nicht ganz so schlimm. Und das Gute ist ja, ich hatte lange Haare, seit ich denken kann. Und ich habe nicht so lange. Ja. Nein, komm, jetzt bist du 22. Ja, aber ich hatte wirklich lange Haare, schon sehr, sehr lange. Und ich habe dann auch meine Haare gespendet, die ich abgeschnitten habe. Für Haarfee. Mhm. Die produzieren aus Echthaaren Perücken für Kinder, die an Krebs und Alopecia erkrankt sind. Und ich habe mir gedacht, meine Haare sind noch gesund, noch schön. Und da kann ich meinen Freunden damit bereiten. Also 2 Fliegen mit einer Klappe. Neuer Look und kurzen Haaren, großen Dinge aus. Dankeschön. Julia, gebe zurück ganz kurz, Anfang deiner Karriere, du hast dich beworben bei der Miss Austria Corporation damals. Wurdest Miss Austria, bist auch international zur Miss World Wahl gefahren damals. Und Universe. Und Miss Universe Wahl. Wie war die internationale Erfahrung? Ganz, ganz anders. Mhm. Also es hat mich echt geflasht. Da waren bei der Miss World Wahl Frauen, über 100 Frauen, wunderschöne Frauen von anderen Ländern. Erzähl mir. Und es war dann lustig, dass du siehst, was für Gemeinsamkeiten man hat, obwohl so unterschiedliche kulturelle Hintergründe wir alle hatten. Trotzdem war es so, dass wir alle Britney Spears mal früher gehört haben. Mhm. Oder das war halt dann ganz anders. Und ich muss auch sagen, dass mir die Miss Universe Wahl viel besser gefallen hat, mhm, als die Miss World, weil wir waren in London und London ist ja sehr, sehr teuer. Und deswegen konnten wir nicht so viel machen. Wir waren halt fast nur im Hotel. Und bei der Miss Universe Wahl, das war in Miami, und da war es halt schon ganz arg. Da sind wir jeden Abend in einem Restaurant essen gewesen mit einer Polizeieskorte. Im Bus 10 Polizeimotorräder davor und dahinter und wirklich bei der Ampel, obwohl es rot war, halten es alle auf, damit unser Bus durchfahren kann. Das ist eine schöne Geschichte für den Weltfrauentag, Frauen frei fahren. Und genau, und das war wirklich arg. Und das Lustige ist, ich bin mit den Mädels von der Miss Universe Wahl noch immer befreundet. Wir haben uns damals getroffen nach der Miss Universe Wahl in Las Vegas. Wow. Haben uns dann letztes Jahr in Mailand getroffen. Und heuer geht es nach Costa Rica. Das also hier vernetzen sich wirklich Frauen weltweit, die zusammen, und es wird ja immer wieder mal so leicht abgetan, da geht es nur um die Badeshow, da geht es nur um die Bademode, da geht es nur ums Optische. Miss sein ist mehr als nur ein Model sein. Miss sein ist ja auch wirklich, also es geht ja um Value, es geht ja auch um Beautiful Course, also es geht ja um etwas, Aufsehen erregen, Aufmerksamkeit erzeugen für ein gewisses Anliegen. Und wenn du allein erzählst, die Geschichte mit deinen Haaren, dass du sie gespendet hast für die Haarfee, für Kinder, die Krebs haben, keine Haare mehr haben, durch Leukämie oder Chemotherapien, also finde ich eine großartige Sache. Was
hat sich daraus ergeben alles. Also du hast dich weltweit vernetzt, du hast Frauen kennengelernt, also die wirklich Power haben, die rund um die Welt aus verschiedensten Ländern kommen. Aber du bist jetzt Moderatorin? Mhm, beim Radio. Aha, wo kann man dich hören? Ich bin bei Kronhit. Oh, super. Die Zeiten sind immer ganz verschieden, also entweder in der Nacht oder am Abend oder am Wochenende am Vormittag oder Mittag, das ist ganz verschieden. Aber da muss ich sagen, da hat der Missentitel nicht so viel gebracht. Mhm. Weil, und vielleicht musste ich sogar noch mehr zeigen, dass ich es drauf habe, weil mit dem Titel bist du doch leider ein bisschen vorbehaftet. Ja. Vor allem was Moderation angeht. Und vor allem Radio ist egal, wie du aussiehst. Und das war für mich auch so der Ding. Stimmt nicht. Es sieht nämlich auch keiner. Stimmt, natürlich. Stimmt. Ja, das sieht dich keiner. Also das ist auch der Vorteil für manche Radiomoderatoren. Da will ich jetzt nichts sagen. Aber das war auch, ich wollte eben zeigen, dass ich nicht nur schön bin. Jeder hat eine andere Definition von schön sein. Aber ich wollte ihm zeigen, dass ich wirklich moderieren kann. Mhm. Und beim Radio, wenn du nicht moderieren kannst oder keine angenehme Stimme hast oder was weiß ich, dann bist du nicht dabei. Aber wir sehen ja heute wieder, so freisprechen ist für dich. Ich kenne dich jetzt schon ein bisschen besser, du bist eine Quatschkartei. Ja, also, total. Du bist ja wirklich jemand. Mit dir kann man ja wirklich schön alle Sachen, also wenn man jetzt einen Bachelor schaut oder sich so, da kann man sich auch wirklich gut mit dir drüber unterhalten. Also du bist kein Mäuschen, du bist. Also es gibt ja auch Missen, die oder Models, die kriegen keinen Ton raus und sind halt Fotomodels. Ich rede halt gern. Und ich erzähle halt gern. Ja. Was sind und so du redest auch gern. Ja, das ist mein Job. Also, mit mir zu kommunizieren ist relativ leicht und mit dir tue ich mir prinzipiell einfach. Eine Frage, was ich mir immer wieder stelle, ist, wenn ich jetzt ein Miss war und jetzt halt in Moderationsbusiness bin, wenn ich Model, ich stehe voll in der Öffentlichkeit, auch mit der Schönheit. Ist das im Privaten nicht irgendwie ein Problem? Also gerade viele junge Mädels, wenn sie sich bei uns bewerben, die sagen also, ja, aber ich habe halt einen Freund und dem ist das echt nicht recht. Also wie kann sich Frau, Weltfrauentag, unser Thema einfach heute, wie kann man sich da auch ein bisschen emanzipieren und sagen, ich mache das für mich und ich weiß einfach, was ich will und ich möchte einfach jetzt ein Model sein, ich möchte Schauspielerin werden, ich möchte Moderatorin werden und sorry for you, wenn du jetzt halt irgendwie Probleme damit hast, dass ich aus deinem Schatten trete, aber it's not my business. Also wie geht man auch damit um? Ja, also was ich da sagen möchte, Frauen, ihr seid stark, unabhängig und wunderschön und lasst euch von keinem Mann etwas sagen, wirklich von keinem. Ihr macht, was ihr machen wollt. Das war mir ganz wichtig. Das war mir ganz wichtig. Nein, nicht. Stimmt. Mein Glück ist, ich bin in einer Beziehung seit 4 Jahren und mein Freund hat mich von Anfang an unterstützt. Ich wollte, seit ich klein bin, schon immer moderieren. Er wusste auch, dass ich diese Misswahl nur gemacht habe, aber ich hatte immer im Hinterkopf, ich möchte moderieren und deswegen habe ich angetreten. Deswegen habe ich halt mitgemacht bei der Misswahl. Und er hat mich von Anfang an unterstützt und das ist natürlich, da habe ich den Jackpot. Aber ich finde, jeder Mann sollte so sein. Jeder Mann sollte seine Frau unterstützen bei allem, was sie machen möchte. Ich unterstütze ihn auch. Und ganz ehrlich, wenn ein Mann dich bremst und sagt, nein, du bleibst zu Hause und nein, du machst das und das nicht, weil das will ich nicht, dann ist es nicht der Richtige. Bravo. Das geht einfach nicht. Bravo. Ich glaube, das ist eine Riesenbotschaft. Es ist wirklich wichtig, dass junge Frauen heute sich nicht einschränken lassen. Also, ja. Dass sie ihren Weg gehen und kann ja mal sein, also meine Eltern haben sich auch gedacht, dass mit dem Social Media und dem Facebook, also das kannte ja keiner vor einigen Jahren und man muss sich einfach ein bisschen auch auf sich selbst verlassen und sich auf was zutrauen und sich da nicht beirren lassen in seinem Weg. Und es ist toll, wenn man einen Partner hat und ich finde, der das auch unterstützt. Das stimmt, also man kann es alleine machen, aber wenn man jemanden hat, der wirklich dahinter steht und der dir wirklich hilft und den Rücken stärkt, das ist halt das allerschönste Gefühl und ich hatte lustigerweise auch in meinen letzten Beziehungen, ich meine, das sind so Schulbeziehungen. Ja, erzähl ein bisschen. Ja, aber ich hatte nie. Wann war der erste Freund, ganz kurz? Mein erster Freund war in der Volksschule. Oh. Mit dem war ich, mit dem war ich 4 Jahre zusammen. Du bist schon jemand, was Kontinuität ausstrahlt, oder? Aber das Einzige, was bei uns war, ist ein Bussi auf die Wange. Das war halt Volksschule. Ja, entschuldige bitte, hallo. Was soll denn das? More than enough. Aber... Hast du noch Kontakt zu ihm? Nein. Aber wenn er uns gerade zuschaut, well done. Großartig, ja super. Aber auch in meinen letzten Beziehungen in der Handelsakademie und so, die auch nicht so lange gedauert haben, hatte ich aber nie einen, der mich irgendwie eingesperrt hat. Also, und immer wenn er gesagt hat, ich will nicht, dass du so machst, habe ich Schluss gemacht. Weil ich habe mir das nicht gefallen lassen. Und ich hatte aber Freundinnen,
die dann gesagt haben, ja, er will nicht, dass ich das mache und dass ich das anziehe. Und ich so, hallo, ja. Ist er dein Vater? Der Einzige, der mir was sagen darf, ist mein Papa. Weil ich denke mal irgendwie so, mein Vater will mich beschützen, ja. Und hin und her. Und er freut sich ja auch manchmal und er weiß auch, wie, ja, andere Burschen denken. Es ist halt eine gewisse Diskrepanz. Ich tue mir auch oft schwer damit, wenn jetzt die Partnerin sich so oder so anziehen müsste und sie so, ist aber schon freizügig, ja. Und so, es ist halt wirklich, ja, ich bin jetzt 34, ich bin kein junger Mensch mehr, das muss man einfach so sehen. Ich werde langsam alt und konservativ und man hat so seine vorgefertigten Muster, was man sich vorstellt. Es gibt schon Modetrends, wo ich schon schnaufe. Und ich denke mal, wenn du dann Vater bist von einer Tochter, ist es sicher oft dieser Beschützerinstinkt, der auch durchkommt. Auf der anderen Seite, wenn der Bursch mit zerrissenen Hosen geht, also das ist es nicht, weil ich mal kein. Da ist es dann eher wieder wurscht. Also auch da wahrscheinlich braucht es noch eine gewisse Emanzipierung und das müssen wir Männer halt einfach lernen auszuhalten. Also wir sind da halt leider echt noch ein bisschen verwöhnt von gewissen Rollenklischees, die uns bevorzugen und das wird nichts nutzen, da müssen wir durch, ja, das ist so. Ja, stimmt. Und mein Vater sagt eigentlich nie zu mir, nein, das darfst du nicht, weil er weiß, er hat mich gut erzogen. Und er weiß, dass ich selbst auf die Fehler komme. Ich meine, ich ziehe mich jetzt auch nicht freizügig an. Und ich kenne da irgendwo auch meine Grenzen. Find's, schau mal. Ich finde, ist einer deiner großen Assets meiner Meinung nach, ist, dass du einfach unglaublich stilbewusst bist. Also auch wenn du, glaube ich, Fotos machst, die Unterwäsche werden mit der Manfred Baumann oder so, dann glaube ich, also, abgesehen davon, dass Manfred Baumann weiß, was er tut, ja, da würde ich mir als dein Vater auch oder als Freund auch keine Sorgen machen, weil du halt wirklich auch ein starkes Wesen bist, einen starken Charakter hast. Und vielleicht sollte man das einfach den Mädels mitgeben, traut euch wirklich, ihr selbst zu sein. Also das ist wirklich etwas, was so dieses Um und Auf ist. Und man kann als Miss Austria kann man eine unglaubliche Karriere machen in Österreich. Also es gibt einige Role Models, die Miss Austria waren. Also wenn ich da denke, ob das die Silvia Schachmann ist, ob das die Tanja ist, ob das jetzt die Patricia Kaiser ist, also da gibt es wirklich, ja, jetzt unsere letzten Miss, eine wird Laufsteg-Superstar jetzt in Amerika, also da gibt es so facettenreiche, tolle Mädels, die da rauskommen sind und finde es einfach mal schön, weil im Moment, ich finde es super, also auf der Universität, wir haben über 50% der Absolventinnen sind schon Frauen mittlerweile und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr werden. Ja, ich werde dann auch mal in ein paar Jahren meinen Bachelor haben. Studierst du? Ich studiere Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ja, das passt. Aber wann meine Karriere ist jetzt meine, wenn Prüfungen sind. Das weiß ich nämlich. Sie ist nie auf der Uni. Nie. Nein, bei Vorlesungen. aber ich habe halt karrieretechnisch so, ja, viel zu tun. Ja, das stimmt. Und studieren kann man immer. Also mir ist es wichtig zu studieren. Aber diese Chance auch mit dem Radio und so, das kannst du jetzt nicht sagen, hey, wartet bis ich meinen Bachelor habe und dann komme ich wieder. Ja. Das ist halt so schnelllebig. Aber das ist die Medienbranche, halt, also das eben ist wirklich das, was du dir auch ausgesucht hast, das Berufsfeld, genau. Das ist halt einfach, ist ja nicht akut, sage ich immer. Da muss halt alles immer gestern sein und das ist im Radio nicht anders wie im Fernsehen und auch, man kann dich als Moderatorin buchen. Genau, und für Off-Air-Events. Da wird der Tag dann halt auch ziemlich lang. Genau, also und deswegen, ich studiere halt nebenberuflich. Mhm. Und deswegen brauche ich auch ein bisschen länger. Aber es ist, ich nehme das in Kauf und es ist für mich okay. Das ist jetzt ein Studium, wo ich sage, da kann ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil es verändert sich eh alles mit der Zeit, Social Media und so, dann verändert sich das Studium auch ein bisschen. Das heißt, ich bin halt immer on point und kann aber nebenbei wirklich Praxiserfahrung sammeln, durch Moderation, durch Redaktion. Und das ist halt schon sehr wertvoll. Aber was ich noch sagen wollte zum Feminismus, man denkt ja immer, Feminismus ist Rollkragenpulli und nicht geschminkt und gehen die Frauen auf die Straßen. Ich finde, man kann genauso feministisch sein, obwohl man Unterwäsche-Shootings macht. Feminismus heißt für mich einfach eine starke, unabhängige Frau zu sein, die selbst entscheidet, was sie macht. Und wenn sie nackt posieren möchte, für sich selbst, weil sie es möchte, dann heißt das nicht, dass sie nicht Feministin ist. Da war ja gerade dieser Skandal mit Emma Watson, hat für Vanity Fair ein Shooting gehabt, wo man die Brustansatz sieht, weil sie was drüber hat und sie ist eine Feministin. Und dann gab es diesen Shitstorm, Feministin zeigt ihre Brüste her. Und da habe ich ein Interview von ihr gesehen, wo sie sagt, Feminismus heißt eigentlich, dass wir Frauen
machen können, was wir wollen. Und wenn ich Social posieren möchte, dann mache ich das. Wenn ich sie in ein Klischee reindränge, also du darfst kein Make-up tragen, du darfst keine BH tragen, du darfst keine High Heels tragen, weil du unterjochst dich dann den ästhetischen Ansprüchen des Mannes, aber es kann ja auch sein, dass eine Frau diese ästhetischen Ansprüche für sich hat und es, oder auch es genießt, von Männern angesehen zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen. All das sollte auch legitim und gerecht sein. Genau. Ja, ich finde auch, es ist weiter zu fassen, als das die ein oder andere Politikerin manchmal so sieht. Aber ich denke, die Straße haben wir gerade erst angefangen zu gehen. Also wenn man denkt, das Wahlrecht für Frauen in der Schweiz ist, glaube ich, jetzt keine 30 oder knapp 30, 40 Jahre alt. Also es ist wirklich meine Großmutter. Das waren noch ganz andere Generationen, wie unsere Kinder und vor allem unsere Enkelkinder leben werden. Also ich denke, es ist schon viel Gutes passiert. Heute habe ich von Christine Nöstlinger gelesen, was haben wir gekriegt, der Bienenie. Ja. Ich war jetzt nie der große Gender-Freund. Ich dachte mir immer, wir müssen was anderes erreichen, als wie nur unter Anführungszeichen die Gleichstellung in der Sprache. Aber es ist auch wichtig, von Schauspielerinnen zu sprechen, von Moderatorinnen zu sprechen. Das unterschätzen Männer immer wieder und die glauben, das ist unnötig und es gibt viele Diskussionen, ich bin es oft schon leid, darüber zu diskutieren oder das zu verteidigen, aber es hilft einfach wahnsinnig, wenn man sich einmal dessen bewusst wird, dass man immer nur vom Forscher spricht und nicht von der Forscherin und das ist nur der Chemiker und nur der Physiker und nie die Astronautin, aber es sind einfach wirklich zum Großteil starke Frauen, die nicht nur unsere Geschichte geprägt haben, sondern leider rausgestrichen worden sind aus den Büchern. So ist auch heutzutage so, wenn man sich schaut, der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, ist zum Großteil weiblich sogar. Und ich habe eine ganz starke Mutter zu Hause und freue mich immer, wenn ich nach Hause komme und denke mir immer, wenn die in einer anderen Zeit aufgewachsen wäre, was hätte die blühen können, was hätte die erreichen können. Da waren wirklich nur kulturelle, strukturelle Zwänge, die Gott sei Dank heute schon durch Frauen wirklich aufgehoben werden. Es ist just the beginning. Ja. Es fängt jetzt gerade an und wir haben so viele starke Frauen. Ich finde es auch sehr schön, dass Österreich, ganz Österreich, so getrauert hat um Sabine Oberhauser, weil dann sieht man, wie viel diese Frau erreicht hat in der Politik und wie beliebt sie war. Und das war für mich so ein Zeichen, ja, Frauen werden jetzt angesehen, auch in der Politik. Und das fand ich wirklich ganz schön, dass da ganz Österreich getrauert hat. Und das hat wirklich bewegt. Gell? Das hat wirklich sehr bewegt, ja. Das wird jetzt auch mit dem ganzen Kondolenzverfahren. Also, war schon. Da sieht man halt einfach, wie wichtig Frauen auch werden und wie viele Menschen auch getrauert haben mit Twitter und Facebook und. Das fand ich schon sehr bewegend. Einfach, dass man jetzt sieht, Frauen in der Politik, los geht's, ihr habt es geschafft. Kannst du dir vorstellen, du in der Politik? Ich könnte mir dich gut vorstellen, so, als Bürgermeisterin von Wien wäre ein anderer Abend. Das hat der Michael in meinen Leib an der Haxe. Wo ist mein Spritzer? Siehst du, aber es ist auch wieder ein böses Klischee denken, aber er hat es halt auch getreten, das Klischee. Man muss es nicht lassen. Es war einfach ein Scherz. Nein, ist schon okay, er hält es aus, glaube ich. Nein. Mein Vater sagt auch immer, geh in die Politik. Mhm. Aber nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, man weiß es nie, was in 30 Jahren ist, natürlich. Da bist du ja 25, also Entschuldigung. In 30 Jahren fängt das aber, Leben erst an. Ich kann mir das nicht vorstellen, nein. Im Moment? Im Moment. Generell nicht. Man weiß nie, wie die Wege führen, aber jetzt im Moment denke ich mir nicht, dass ich in meinem Leben Politikerin werde. Aber könntest du dir nicht vorstellen, also diese Chance, Gesellschaft mitzugestalten aus erster Hand, also Gesetze zu erlassen, zu novellieren, wirklich Strukturen aufzubrechen, wäre doch eine Riesenchance. Also warum sind nicht da rein? Du hast das Köpfchen, du hast die Klappe, ich weiß, du hast den Mut. Ja, ich habe mir in der Schule immer ganz schwer getan mit dem Recht. Was heißt das? Ich mag das auswendig lernen nicht. Und meine Mama hat selbst du gestaltest dann die Gesetze ja neu, du musst die alten ändern. Was mich interessieren würde, ist, wir haben jetzt noch viele in die Zukunft. Woher kommt Julia von der? Also, wo ist sie aufgewachsen? Familie, Geschwister? Ich bin geboren in Rumänien, in Temeschwar. Wow. Und bin dann aber hergekommen, als ich 9 Monate alt war. Also sehr früh. Und Oberösterreich, in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Namens Asten. Und habe dort eigentlich meine ganze Kindheit verbracht. Sprichst du Oberösterreichisch? Sicher. Red mal. Ich mag das nicht so gern, weil das klingt ein bisschen komisch. Nein. Ich rede ja auch gerne aus Tirol. So, vor allem für Tirolerisch klingt echt voll cool, aber ich finde Oberösterreichisch ist besonders für die Kamera jetzt nicht so. Ich sage nichts Falsches. Nein, ich mag die Oberösterreicher. Ich liebe die Oberösterreicher. Das ist das richtige Wort. Ich liebe die Oberösterreicher.
Ich liebe Oberösterreicher wirklich. Also bei uns im Team arbeiten großteils Oberösterreicher. Das ist das Bundesland, das am stärksten vertreten ist. Und wir arbeiten auch mit wahnsinnig vielen Oberösterreichern zusammen. Also über die Miss Austria-Geschichte natürlich, über die Silvia Schachermeier. Also wir sind nach Wien, ich dachte immer, Graz wird unsere zweite Destination oder Innsbruck als Osttiroler, aus der Nordtirol, sowieso ein bisschen schwer, aber ich dachte, nein, es ist Linz geworden und bin sehr happy, weil die Weststrecke ist viel besser ausgebaut als die Südstrecke. Also auch ein Aufruf an die ÖBB vielleicht einmal nachzulegen. Aber Oberösterreich ist leicht zu erreichen, wenn du nach Hause fährst, oder? Also ich fahre meistens mit dem Auto und es ist super und auch mit dem Zug ist es ein Klacks. Perfekt. Und du hast halt die Berge und kannst wandern gehen und Linz ist eine sehr schöne Stadt. Und du hast so von allem ein bisschen was und das ist wirklich sehr schön. Also ich komme sehr gerne zurück nach Hause. Bist du ein Bergmensch? Gehst du gerne auf die Berge? Jetzt wird es Frühling, jetzt gehen wir langsam wieder. Meine Eltern wandern tatsächlich sehr, sehr viel. Also die gehen mindestens einmal die Woche, auch wenn Schnee liegt, die gehen dann Schneewandern. Also ganz meine Eltern ernähren sich auch gesund, was ja nicht auf mich steht. Nein, aber die machen sehr viel. Und im Sommer, immer wenn wir dann kommen, zwingen sie uns mitzugehen und ich finde es sehr schön. Mhm. Im Winter mag ich es aber nicht. Weil du hast Ski noch nie ausprobiert? Bitte? Oder Schneeschuhwanderung, Tourski gehen oder Schneeschuhwanderung? Nein, noch nie probiert. Bist du Skifahrerin überhaupt? Nein. Ha! Nein. Da müssen wir keine mal Skifahrerin. Weil das Problem ist, meine Eltern haben es nie gelernt, weil in Rumänien machen das halt, haben es früher nur die gemacht, die viel Geld hatten. Und wenn es die Eltern nicht machen, machen es die Kinder laufen. Hättest du Interesse mal Skifahren zu lernen? Dann nehmen wir dich mit nach Tirol. Ich hätte. Die schauen auf die Bildung, dann kriegst du zwei Schnaps und dann probier, Ich probiere alles sehr gerne aus und ich würde schon gern lernen, aber ich finde, es ist halt so teuer geworden. Deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass ich es nicht mache, weil ich dadurch im Sommer mehr Geld für eine Reise ausgeben kann, weil es ist schon sehr teuer. Bist du überhaupt ein Mensch, der gerne reist? Ja. Was ist so die nächste Destination, wo du gerne hin möchtest? Eben Costa Rica machen wir im Sommer. Wow. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und was wir ja letzten Sommer gemacht haben, war Island. Da haben wir gesagt, kein Social Media, Handy ausschalten, die ganze Reise. Wow. Und was wir gemacht haben, wir haben gezeltet. 10 Tage lang. Und das war das erste Mal, dass ich gezeltet habe. In der Nähe von Reykjavik oder wo war sie da? Wir haben eine Tour gemacht um die ganze Insel. Wow. Und das Zelten war schon ganz interessant. Also wir waren natürlich immer auf Campingplätzen, wir hatten eine Dusche, ein WC und so. Aber es war mal ganz was anderes. Ich habe mich 10 Tage lang nicht geschminkt. Mir war egal, wie ich ausgeschaut habe, weil da war es nicht wichtig. Ich hatte kein schönes Gewand mit, sondern bequeme Sportbekleidung. Und das war dann, das hat echt meiner Seele gut getan, mal nicht zu schauen, schaue ich heute gut aus oder nicht, was ziehe ich heute an. Und vor allem auch Social Media waren auch weg. Und dann war es wirklich nur mein Freund, ich und die Natur. Und das war wirklich sehr, sehr cool. Und ich bin jetzt nicht so der Camping-Fan oder so, aber das war schon richtig cool. Habt ihr auf Matratzen geschlafen oder habt ihr so Isomatten? Oder? Wir hatten so Isomatten und einen Schlafsack. Wie war es die erste Reise schon hart? Ne? Das ist kein Bett. Es war. Das Lustige ist, in Island ist es sehr hell. Und es war im Sommer. Ja, ich gehört im Sommer. Und da war es so, dass ich um 5 Uhr in der Früh aufgestanden bin. Mitte ist recht dunkel. Wir sind um 22 Uhr angekommen und es war noch voll hell. Und haben dann geschlafen. Und bin um 5 aufgewacht und ich dachte, es ist schon 8 oder 10, weil es einfach so hell war. Und es ist nie so richtig dunkel geworden, nur so ein bisschen dämmerig. Ja. Und deswegen habe ich nicht so gut geschlafen, weil es die ganze Zeit hell war. Und zu Hause haben wir halt blickdichte Vorhänge, wenn du zumachst, siehst du deine Hand vor den Augen nicht. Und das war dann schon ein bisschen ein Kampf. Aber es ist schön, deine, wenn man es dunkel machen kann, das ist schon angenehm. Das ist schon schön. Und dann war mein Freund so lieb und hat mir eine Schlafmaske gekauft, dass ich dann schlafen kann, weil es im Dunkeln wird. Das wird ein Produkt sein, was in Island wahrscheinlich gängiger verkauft wird. Ja. Bei uns, ja. Stimmt. Da wissen wir, wo die Märkte für Schlafmasken sind. Ja, in Island, logisch. Und jetzt geht's nach Costa Rica. Costa Rica, genau, mit den Miss Universe Mädels. Mit den Miss Universe Mädels, da fahrt ihr gemeinsam, wie viele seid ihr da? Ich weiß noch nicht, wer aller kommt, aber ich weiß, dass eben viele aus Europa kommen, Belgien, Norwegen, dann haben wir auch viele aus Südamerika und USA kommt auch, Philippinen kommt auch und Indonesien, also da kommen sehr viele. Eine richtige Freundschaft ist da entstanden. Ja, nein, das ist ein Wahnsinn. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe und oft stehe ich in der Früh auf und habe über 100 Nachrichten. Da würden wir ja mal gerne Mäuschen spielen.
Worüber sprechen die 100 schönsten Frauen der Welt in einer WhatsApp-Gruppe? Über Trennungen, über Verlobung, über Heirat, über... Ah, der Typ ist schon süß, soll ich den mal ansprechen? Also wirklich? Sachen, ja. Und dann wollt ihr euch Tipps von... Aber auch, dann ist es oft so, hier schaut mal Mädels, ich habe eine Rolle in diesem Film bekommen. Mhm. Und dann sagen alle, wow, und schauen sich das an. Also es ist dann wirklich auch so, wo man dann Tipps, wo die Mädels dann wirklich auch Tipps geben. Also es ist wirklich einfach... Was wäre so ein Tipp, den du jetzt mit jungen Mädels, die uns heute zuschauen, oder jungen Burschen auch, die uns zuschauen, die sagen, sie würden gern vor die Kamera. Also ob jetzt als Model, als Moderatorin, als Schauspielerin, sie würden gern vor die Linse. Und was wäre so ein Tipp? Also einfach machen. Mhm. Wirklich recherchieren, wie fängt man am besten an, wie mache ich das am besten, und dann einfach machen. Keine Angst haben und einfach loslegen. Mhm. Weil ich denke mir irgendwie, das Leben ist zu kurz. Und es war bei mir genauso mit der Miss Austria-Wahl. Ich habe mir gedacht, ich bin jung, probieren wir es einfach mal. Ich hatte ja nie gedacht, dass ich gewinnen werde. Und auch wenn ich nicht gewonnen hätte, ich glaube, ich hätte es trotzdem zur Moderatorin geschafft. Nur anders und vielleicht schwieriger. Aber, oder leichter, wer weiß. Oder leichter, wer weiß, genau. Aber ich habe es einfach probiert, und ich denke mal auch, man soll zu allem irgendwie ja sagen. Wenn das Bauchgefühl sagt, ja, probier es einfach, soll man es machen. Und nicht zu kritisch sein und nicht zu viel überlegen, sondern einfach machen. Weil das sind die besten Dinge, die passieren können. Also wir suchen heuer zum Beispiel bei der Miss Online auch die hübscheste und oder die stärkste, die fescheste, die tougheste Influencerin Österreichs. Also wir sagen gar nicht, wir gehen so auf diese Modelmaße. Das ist uns nicht so wichtig. Uns geht es vielmehr darum, wie präsentiert ihr euch? Wie ist euer Stil? Wie ist euer Selbstvertrauen? Die Confidence? Also traut ihr euch was zu? Wie interpretiert ihr euch selbst? Was für einen Lifestyle habt ihr? Und das honorieren die Leute, ja. Also das, was wird gefeiert, ja, was wird geflamed? Also das ist nicht nur die sexy Figur. Also ja, das Gute ist ja, eine Miss ist kein Model, ist keine Moderatorin, ist kein Instagram-Star oder irgendwas. Eine Miss ist einfach eine Miss, und man kann so viel mehr daraus machen. Ja. Also du so hast eine starke Titel, Basis. Genau, und du kannst aber damit 1000 Sachen machen. Wenn man sich die Patricia Kaiser anschaut, ja, die ist Model geworden. Und ist wirklich erfolgreich als Model, und ich denke mir irgendwie... Nummer 1 hier in der Weltreitschatz auch. Ja, mit Leo Auer. Gesungen und so, ja. Verstehst? Also es geht ja nicht um die Masse, weil eine Miss ist kein Model. Und ja, wenn ich hätte nicht gewonnen, weil ich wäre zu klein, ich bin 1,70 und als Model muss man mindestens 1,75 sein, aber verstehst, eine Miss ist eben kein Model oder keine Moderatorin, sondern eine Miss ist eine Persönlichkeit. Und du kannst daraus machen, was du willst. Weil Fotomodel bist du ein großartiges, das darf ich dir sagen. Vielen Dank. Ja, weil du einfach sehr gut posen kannst. Das ist ja auch wieder eine Kunst, die man lernen muss. Wie inszeniere ich mich? Also wie, ich glaube, vom Spiegel üben auch ist etwas. Ja, aber man muss es üben. Also Übung macht den Meister. Es ist noch keiner auf die Welt gekommen, mich hingefallen und war das Supermodel. Ja, sondern, außer Kate Moss. Nein, ja, die hat auch gepostet. Ja. Aber die ist auch zu klein, eigentlich. Eigentlich, sehr klein, ja. Aber was ich ihm sagen möchte, eine Miss ist eine Persönlichkeit, und du kannst daraus machen, was du willst. Also wenn man sich denkt, ich möchte der Misswahl mitmachen, weil ich Schauspielerin werden möchte, aber ich bin zu klein eigentlich oder ich habe nicht die perfekten Maße, um das geht es eigentlich gar nicht, weil eine Miss ist kein Model. Also wenn wir heute das gelernt haben am Weltfrauentag von Julia Fodea, dann brecht alle Regeln, die euch auferlegt worden sind, den Frauen. Keine Gesetze, nur Regeln. So, haben wir sie überzeugt? Ich glaube, damit schließen wir, oder? Sie bricht keine Gesetze mehr, das ist doch ein Hit. Julia, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn du nach Costa Rica wiederkommen würdest. Und dann können wir vielleicht mal einen Blick in die WhatsApp-Gruppe werfen. Schauen wir mal.